Snake! Are you okay? Otacon, were there any other stealth prototypes? No, there were only five. So, this isn't stealth camouflage then. What are you talking about? Someone's shooting at me, in the middle of this blizzard. It's her! Wolf? Sniper Wolf? Yes, it's her! It's definitely her! Otacon, you sound like you're happy. No, I'm not. So then what is it? Snake, please don't kill her. Are you insane? Please! She's a good person. You'd know that if you talked to her. That woman isn't as sweet as you think. I can see you perfectly from here. I told you, I'd never quit the hunt. Now you're mine. Wolf! No, you can't! Don't get between a wolf and its prey. You're pretty good if you can hit me in this storm. You see? Women naturally make better soldiers. Wolf, don't do this! Snake, I'm near. Can't you sense me near you? It's a mistake for a sniper to reveal her location. You think so? Well, a message from me is a message from Beth. If I'm close, you will know death is close. Please! Wolf! Snake! No! Quiet! Don't get in our way! Now I'll pay you back for Meryl. You men are so weak. You can never finish what you start. Ja, der Kampf ging eigentlich, zumindest beim Original, es kann sein, dass ich mich jetzt hier nicht ganz so geil anstelle. Ja, stimmt, da legt sich ja gar nicht hin. Jetzt hier. Müssen die erstmal finden. Ich wette, die ist unten hinter den Hügeln. Wo ist das? Okay. Ah, nee. Okay, B ist ranzoomen. Und was auch immer, X wegsuchen. Okay, wir müssen mal, ja, Beruhigung hier. Ah, fuck. Ah, die Tasten haben die echt so blöd belegt. Boah, fuck. Was ist jetzt? Ja, oh, komm. Die Tasten sind blöd weg. Ich. Wo ist Sniper Wolf? Da! Ja, ich wusste nämlich schon ganz kurz gar nicht, wie man schießt, deswegen... Ja, stimmt, das war A, weil auf der Playstation ist ja das Viereck. Ups, komm. Ah, so. Ich weiß gar nicht, ob wir hier auch ein Betäubungsgewehr haben, wie in Metal Gear Solid 2. Ah ja, das Beruhigungsmittel, das hält nicht lange an. Also ich denke mal in Wirklichkeit, und es war eine Weile dauern, bis das überhaupt wirkt. Aber das würde gerade eine Stunde anhalten. Okay. Ja, das ist halt hier mit den Schultertasten, man muss übelst weit rein. Nix. So.
versuche am besten gar nicht groß rumzuzoomen, weil sonst zoome ich dann draußen bloß in die falsche Richtung. Weil wie gesagt, der Kontrolle ist echt eine Katastrophe. Also ich habe mich wirklich einigermaßen dran gewöhnt. Aber am Anfang, wo ich das Spiel neu hatte, ey, das ging gar nicht. Ich konnte kaum spielen. Also ich weiß nicht, was sie sich bei dem Design gedacht haben. Okay. Es ist schon echt geil gemacht. Das wirkt auch schön dynamisch alles halt. Weil die Cutscenes sind manchmal sehr, sehr übertrieben, sag ich mal so halt. Also, so ist ja Matrix. Also, ich würde den Teil nicht als Canon sehen oder so halt. Also, Canon ist wirklich okay. Ist wirklich das Original, meiner Meinung nach. So, wo bist du? Ja, wir könnten auch die Position wechseln, aber... Fuck. So, nehmen wir nochmal Beruhigungsmittel. Ah, ja, ich dachte, ich kann vielleicht so ein bisschen die Ballistik ausnutzen. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt welche gibt, aber doch, ich denke mal schon. Ah, wir haben es schon fast. Ah, okay. Ja. Ja, ich denke mal zwei Schüsse noch, dann haben wir sie. Nice. Das meinte ich zum Thema sehr übertrieben, auch mit den Ninja. Also, ich weiß nicht, was ich von dieser Sequenz halten soll. Das ist zu sehr Matrix und, ja, es macht sogar Matrix besser, finde ich. Und es ist einfach nicht Snake. Also, ich meine, sie hat Snake schon regelrecht. Und auf einmal macht er einen Backflip, kriegt irgendwie das Gewehr. Im Moment kann sie da auch selber noch schießen und, ja. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Was sie sich dabei gedacht haben, also...
Ne, wäre es lieber, die wären beim Original geblieben. Vielleicht ein bisschen, ja, Action, sage ich mal so, aber nicht so übertrieben. Also bitte, das ist doch kein... Ja, wie gesagt, es ist ein cooles Spiel, aber in meinen Augen überhaupt nicht Canon. Also gerade wenn man solche Szenen sieht. Ja, da gibt es auch eine Szene, wo Snake sich mit einmal übelst aufregt bei Otacon. Das passt gar nicht zu seinem Charakter halt. Okay, wir gehen mal weiter. I've waited for this moment. I am a sniper. Waiting is my job. Never moving a muscle. Concentrating. I am lung shot. You cannot save me. Please, just finish me quick. I am a Kurd. I have always dreamed of a peaceful place like this. A Kurd. So that's why you're called Wolf. I was born on a battlefield. Raised on a battlefield. Gunfire, sirens and screams. They were my lullabies. Hunted like dogs day after day. Driven from our ragged shelters. That was my life. Each morning I'd wake up and find a few more of my family or friends dead beside me. I'd stare at the morning sun and pray to make it through the day. The governments of the world turned a blind eye to our misery. But then... he appeared, my hero, Saladin. He took me away from all that. Saladin? You mean Big Boss? I became a sniper. Hidden, watching everything through a rifle scope. Now I could see war not from the inside, but from the outside. As an observer, I watched the brutality, the stupidity of mankind through the scope of my rifle. I joined this group of revolutionaries to take my revenge on the world. I have shamed myself and my people. I am no longer the wolf I was born to be. In the name of vengeance, I sold my body and my soul. Now, I am nothing more than a dog. Wolves are noble animals. They're not like dogs. In Yupik, the word for wolf is Keglanek. And the Aleuts revere them as honorable cousins. They call mercenaries like us dogs of war. It's true, we're all for sale for some price or another. But you're different. Untamed. Solitary. You're no dog. You're a wolf. Who are you? Are you Saladin? Wolf. You spared Meryl's life. Even when I'm just an onlooker, I don't like to see women or children get hurt. Rest easy. You'll die as the proud wolf you are. I finally understand. I wasn't waiting to kill people. I was waiting for someone to kill me. A man like you. You're a hero. Please, set me free.
Why? Why? I loved you. What is it? My gun. Give it to me. She is part of me. Everyone is here now. Okay, hero. Set me free. Goodbye. Snake, you said that love could bloom on a battlefield. But I couldn't save her. What are you doing? Returning it to its owner. I don't need a handkerchief. Why? I don't have any more tears to shed. I'm going to the underground base. We're out of time. I know. You'll have to protect yourself now. Don't trust anyone. Yeah. If I can't stop Metal Gear, this whole place will be bombed to hell. Yeah. We might not meet again. Don't lose the codec. I'll be behind you all the way. You can leave anytime. Get a head start. A head start on your new life. Snake! What was she fighting for? What am I fighting for? What are you fighting for? If we make it through this, I'll tell you. Okay. I'll be searching too.